Los geht's wieder. Willkommen, Freunde, zurück zu einer weiteren Folge. Gotik. Gotik 2. Wo ich denn hier lang? Fliegen. Fliegen. Da kannst du mit den Dings, ja, Feuerball kennen. Klar. Oh, Wolf. Oh, Wolfi. Zwei Wölfe. Ich soll jetzt einen Feuerball benutzen. Noch einmal und. Einfach weiter. Scheiß drauf. Hier. Und jetzt ist der Waffe. Boah, ist halt doch der allerschnellste. Ich wechsle mal meine Waffe. Mann, der eine Wolf. Oh, bist du mit sich. Manchmal wir jetzt Kampf reinkriegen, das ist schwer. Das ist ein Krebel. Also auch schon fast tot. Ja. Ja, das war alles nicht mehr. Alles geplant, natürlich, logisch. Nee, nicht gewohnt zu kämpfen, ey. Das ist halt. Ah, hier ist übrigens auch gefallen, dass ich die Blut hochgestellt habe in der Ini. Guck mal. Wie geil ist die Umsubstürze. Nice. Geil, oder? Die Leuchtung kann ich mal wegmachen. Hab ich die. Ah! Oh, das war eine flackernde Schatten. Ich dachte, da ist eine Blutfliege. Wie viel Leben haben wir? Weißt du das? Kann ich einen großen trinken? Ich nehme mal den kleinen alle machen. Ach, ja, Loni nehmen. Boah, ach du Scheiße. Das ist die Gespeicher doch, der. Genau. Habe ich das Blut ein bisschen hochgeschraubt? Mhm. Von 2 auf 3. Spritzig. Jetzt suppt es ein bisschen hier. Spritzig. Wo sind wir hier eigentlich? Hinterm Leuchtturm. War hier was? Oh, ein Friedhof links. Nice. Scheiße. Ach du Scheiße. Mhm. Ach, das ist Wasser. Ich dachte, das hat er eine für eine Aura. Ist hier. Und Keiler? Keiner ist geiler als Keiler. Nice. Keiler fällt schon wieder. Ja, brauchst du auf uns ja wieder ordentlich Geld geben. Ja, der heult mir rum. Oh, was denn so lange? Aber du hast feste Arbeitszeiten. Fällt eine zwei Riesenratten? Riesenratten, die geben leider kein Fell. Oh lol. Ich glaube, da reicht das, wenn ich. Ja, wie du magst. Bisschen Mana sparen. Es sind noch einige Kapitel vor uns. Wächst ja nicht auf Bäumen. Hm, dummerweise nicht. Oh, was hier? Nice, viele Kräuter. Heiler Kraut. Viele, viele Kräuterchen. Was gefriert ist nur ein Sumpf, hier macht kein Friedhof. Sumpfkraut. Na, okay, stimmt. Also den Nebel denkt man immer. Bestimmt, da ist bestimmt eine Höhle hinter. Da? Ne, sieht nicht so aus. Keine Ahnung. Hätte Potenzial, aber. Ne, leider nicht. Die Wand hat sich zwar geändert, aber das war's. Huch, das musst du noch. Ich hab das so weggeschoben. Achso. Da war irgendwo noch eine Blutfee, genau. Ja, da oben. Zwei sogar. Ich will mal gucken, was hier The Way hier bietet. Sind wir hier? Okay, tschüss. Und tschüss. Ich glaube, du bist tot. Weil nicht kämpfen, das kann man nicht mehr. Minimal. Lass die erstmal. Guck mal nach hinten. Ah, sind noch. Ein Stück weiter laufen noch. Wachs sind böse. Okay, die Uhr hat sich wieder umgestellt. Hier ist der Leuchtturm. Ja. Okay, ich würde sagen, wir gehen zurück, wa? Ja, kann man machen. Kann man machen. Eieiei. Ei, ei. Tja, so ist das. Vor Wachs habe ich noch ein bisschen Angst. Nach Corinus. Da oben waren wir ja schon mal. Ja. Warst du mit dem Troll dort hinten? Nee, da war wieder eine einsame Typ war da oben. Da oben waren wir. Ah ja, wo wir raufgejumpt sind, ne? Auf da der, nach irgendwann angefangen wieder haben. Genau, und auf der Bank saß der da oben rum. Tja. Mana fühlt sich auch auf, wenn wir schlafen, ne? Ja. Dann trinke ich jetzt nix. Willst du schlafen gehen? Ja klar, wenn wir auf dem Bett vorbeikommen, schnell mal schlafen, ist Mana wieder voll. Du hast den ganzen Tag verschwendet. Ach scheiße, den ganzen Tag. Aber der ist wertvoll. Ja, der ist wertvoll hier. Zack, Vollkraut. Oh! Was war da? Fucking Drachenmoos! Was, Drachenmoos? Ja. Tatsache, lol. Okay. Warum nicht? Was ist denn da los? Wie viel Geld haben wir eigentlich noch? 1000 noch was. 1000 Schalle. Ich muss ein paar Tränke bei Zubus kaufen hier. Sorry? Das ist die ganzen Dinger, ja genau. Einfach mal die ganzen Tränke leer machen. Ich glaube, die haben wir schon ausgeraubt. Zeig mal deine Vase. Nee, der hat auch gar keinen Tränke. Doch, hier sind doch Tränke drin. Ne, das sind aber die reinen Dinger, die brauchen wir jetzt glaube ich noch nicht. Das kostet so viel, viel zu wenig. Für 200? Würde ich jetzt nicht kaufen. Ach so, Regeneration, ich dachte, die macht Bonus. Das ist ja interessant. Die kostet nur 1000, glaube ich. 1500 oder so kostet einer. Oder 5000. Ja, die sind nice. Die bringen mich zum Kann sein, dass Konstantino noch die Tränke hat. Ich glaube, von uns haben wir die noch nicht gekauft. Ich geh mal tabaken. Emir? Ja, du musst gleich versuchen, mit dem zu quatschen. Merkwürdig. Es scheint mir so, als wäre ich dir schon einmal begegnet, Reisender. Nun, groß sind die Geheimnisse von Zeit und Raum. Oh, verzeih mir meine Unhöflichkeit, Sohn der Geduld. Ich habe dich noch gar nicht begrüßt. Willkommen, Freund. Nimm Platz auf meinem bescheidenen Teppichen und genieße in Ruhe eine Pfeife. Wer bist du?
Mein Name ist Abu Djinn ibn Jadir ibn Omar Khalid ben Hajj al-Sharidi. Ich bin Seher und Weissager, Sterndeuter und Tabakanbieter. Was für ein Kraut bietest du an? Meine Pfeifen sind gefüllt mit würzigem, erfrischendem Apfeltabak. Apfeltabak. Du darfst dich jederzeit bedienen, Sohn der Abenteuer. Die Weissagung ist das, was du jedes Kapitel machen kannst. Kannst du mir eine Weissagung geben? Ja, die Zeit ist vorangeschritten und ich werde dir für ein paar Münzen eine Weissagung geben. Wie viel willst du? Für bescheidene 100 Münzen werde ich für dich einen Blick in die Zeit riskieren. Ja. Erzähl mir von der Zukunft. Gut, Sohn der Tapferkeit. Ich werde mich nun in Trance begeben. Bist du bereit? Hui. Ein Söldner. Er wird dich brauchen. Ein schrecklicher Mord. Das Auge. Die finsteren Schergen. Sie kommen. Sie geht ganz normal in der Luft. Ein Wächter wird fallen. Doch werden sich die drei vereinigen. Erst dann wirst du erhalten, was dir zusteht. Das war alles. Mehr kann ich nicht sehen. Reicht. Nächstes Kapitel erst wieder. Ah, Söldner ist. Da waren wir ja schon. Wo? Söldnerlager. Achso, der ist von Söldner. Ja, wie gesagt, den Söldner wird dann Hilfe brauchen oder so. Achso. Genau, wir gehen ja Konstantino, der Alchemie-Typi. Ob der die Tränke noch hat oder ob wir die schon gekauft hatten. Naja, alles ist ausgeraubt. Flügel. Der ist ausgeraubt. Gekauft. Ehrlich gekauft. So. Also, was nun? Achso, Jack wollten wir. Ach ja, Jack muss noch die Quest erledigen. Gucken. Hast du gelesen von diesem Skyrim-Mod, der ein eigenes Spiel quasi ist, aber auf Skyrim basiert? Kostenlos, so richtig geil sein. Auch so ein bisschen Gothic-mäßig mit Lehrern und so. Lernpunkten. Das werde ich mir mal angucken, weil Skyrim fand ich kacke. Kacke. Vielleicht ist Eldorado oder so heißt es. Die liegt weg. Die Banditen, die deine Leuchtturm hausten, sind weg. Gute Gegner. Ist das wirklich wahr? Endlich kann ich wieder meine Arbeit aufnehmen. Ja, von meinem Turm aus hast du einen unvergleichlichen Ausblick aufs Meer. Schön, das war's. Gut, 4 Punkte ist ganz normal. Erledigt. 30 Lernpunkte, sollten wir uns vielleicht ein bisschen mehr Mana holen. Ja, auf jeden Fall, wenn wir hier ins Kloster kommen. Oder kannst du nicht auch Watras? Watras. Ja, stimmt, der könnte es auch was beibringen. Der ist ja auch Wassermann jetzt. Der könnte es auch was beibringen. Der dir mehr Mana geben kann. Hm. Wenn ich jetzt sagen, dann Leute, sagst du mal auf dem Weg ins Mintal begeben oder hast du noch ein paar andere? Ja, tausende, gut doch hier. Den. Ja gut, die hast du viele auf Dings, ne? Die vermissten Schnapperkrallen. Also hier haben wir auch noch ein paar Reges von Seekopfshof, die Kräuterhexe. Ja. Und die kleine Insel bei Corin ist da hinten mit dem Varan da drauf. Da ist nicht viel los, oder? Ich hab mir das schon. Zeug. Kannst du Zeug holen. Zeug. So. Klick. Aber das. Ja. Zieh mir meinen Ring ins Wasser, mit Leute mehr. Ah, vielleicht kann er auch nicht lernen, oder? Doch. Ich will mal. Da, geil. 10 Lernpunkte? Ist das normal? Jetzt kostet sogar 15, weil du ein Dings überschritten hast. 90 Mana hast du jetzt aber eigentlich nur. Übel, ja. Das ist der heftig, Mann. 90 haben wir jetzt, ja. Jetzt haben wir noch 10 Punkte. Können wir unseren Zweihänder verbessern? Ja, doch, aber. Zweihänder hatten wir gehabt, ja. Wir haben noch keinen, der uns das beibringt, oder? Im Kloster vielleicht? Das könnte sein, ja, im Kloster, dass da der Typ da, der mit dem einen Paladin trainiert oder so. Kavala. Oh, Kavala, was macht der denn hier? Wo sitzen? So, ab ins Minental. Ach, ich weiß nicht, ich fühle mich irgendwie nicht stark genug ins Minental, ey. Nee, dann lass mal noch nicht. Lass mal noch die weitere Welt erkunden, solange wir die ganze Welt noch nicht geklärt haben. Wir können auch den Schattenläufer hier am Anfang. Der ist tot, den haben wir mit dem Jäger gekillt. Stimmt. Mit dem Ork zusammen. Stimmt. Der hungrige. Guck mal von oben lang. Information für Gabe. Das wäre dann Gabe. Wir wissen, wo die Party in der Stadt sind. Das sind aber. Das ist ein bisschen über später. Also, da musst du ins Mintal erstmal. Bossboss wurde am Bogen gestohlen. Dieb ist in den Hafen gerannt und ist da. Ja, haben das wir ist die Diebesgelder, ne? Bossboss Bogen? Ist, glaube ich, in der Kiste von Kata. Nee, wie hieß die? Naja, unten da irgendwo, die Bitch. Aber da haben wir ja irgendwie gefailt, weil der eine uns ja nicht mag. Kantana oder so. Ich frage mich halt, ob wir euch gefailt haben jetzt mit der Diebesgilde, ob wir da noch irgendwie reinkommen.
Das ist ein Punkt Diebesgilde bei mir. Aufs Maul. Brüko hätte, das ist Dings, der hungrige Jäger. Was war aufs Maul? Milch, Brot, Schinken. Ah! Haben wir Milch? Das frage ich mich auch gerade. Mann. Milch ja, haben wir. Links, oder? Das ist noch Milch. Ja. Milch. Brot hast du eigentlich glücklicherweise übrig gelassen oder einen Schinken? Ich meine, der ist beim Söldnerlager gewesen. Der Hungrige. Also dahin jetzt. Das war der mit dem ersten Troll. Genau. Weißt du, wo lang geht? Das ist beim Söldnerlager. Also hin, vorne raus, oder? Ja. Machen wir mal das. Auf dem Weg dahin können wir ein paar Quest Viecher. Für Quest. Genau, können wir ein paar Viecher killen. Dann wird die Liste ein bisschen kleiner. Ich frage mich wirklich, wie man noch in die Liebesgilde reinkommt. Also ich habe keine Ahnung. Ja, der eine mag uns ja nicht mehr, das ist das Problem. Keiner mag uns noch, der uns Zugang verschaffen könnte. Na, der hier vorne mag uns ja auch. Der ansonsten hier. Müssen wir uns einen Schlüssel cheaten, wenn es nicht mehr geht. Dann cheaten wir uns einfach nur den Schlüssel für den Eingang da unten bei der. Da brauchst du nicht mal einen Schlüssel cheaten, da musst du bloß dieses F8, wo du fliegen kannst. Aber du würdest die Tür ja offen haben. Und dann kannst du. Das ist aber lange. Nee, nicht. Wenn, dann den Schlüssel nur ganz kurz nehmen. Oder können wir einen umnieten, der den Schlüssel hat? Der Rengar? Musst du mal googeln, ob wir da irgendwie anders rankommen. Schlüssel. Kannst du mal googeln, Diebesgilde. Wie heißt der Typ in der Bar, der uns nicht mehr mag? Wie heißt denn der? Nagur. Aber der gibt es halt wirklich nur, wenn du Dingens hast. Na, wenn du keine Fraktion hast oder Söldner bist. Richtig. Gothic 2. Ich frag mich halt, ob der das immer erkennt oder nur, wenn du die Rüstung anhast. Das ist halt immer. Voll der Wichser. Der erkennt die Klasse. Voll der Wichser. Das ist halt das Ding. Das ist echt doof, dass wir Magier sind. Tja, das hab ich mich ausgerechnet. Ich wollte Paladin, von daher wäre es egal gewesen. Okay. Oder wir cheaten uns Attila. Kann man nicht irgendwie auch Charaktere herbeirufen? Ach, keine Ahnung. Jo, haben wir auch noch Quests auf dem Hof mit dem Stall, den Brüdern, haben wir auch noch nicht gemacht. Aber die können auch ziemlich viel machen. Es gibt noch irgendeine Person, die für die Diebesgilde arbeitet und die du einbuchten lassen könntest. Dann redest du mit Cardiff, dem Hafenwirt, der dir es von einem Mann hinter Halvors Laden erzählt. Ja, was? Das ist Attila, aber ich weiß nicht, ob wir den nicht vielleicht schon verkackt haben. Also eine Person, die man einbuchten kann. Ja, das ist ja der Rengaru. Den haben wir ja laufen lassen, ne? Genau. Wen haben wir denn eingesperrt? Das war irgendwann anders. Der Kanta, der Händler. Der Kanta, ja. Mit Sarah. Ich habe die mal eingesperrt, dann hat es gereicht, Rengaru und Kanta zu verbetzen. Aber der Kerl mit dem Schlüssel ist nicht ohne, besonders wenn man Anfänger ist. Können wir bei André nicht noch sagen, dass Rengaru, geht das noch? Das hat man letztes Mal probiert, ne? Das gilt nicht. Dass wir André noch sagen können, ey, hier, das ist ein Arsch. Dieb. Buchte den mal ein. Aber wenn wir alle einbuchten, dann mag uns doch die Diebesgilde nicht. Dann besprechen die uns doch nicht an, oder? Ja, eben, deswegen kommt ja dann Attila, den du umnieten musst. Weil er, glaube ich, mitbekommt, ey, du hast die Diebesgilde verarscht. Ach so. Ich hau dir jetzt einfach mal auf die Fresse. Und dem musst du dann kämpfen, der hat einen Schlüssel, glaube ich, dabei. Dann hat er auch was. Zwei Dinger sogar. Ach so, das ist eine gute Frage. Und hat dort einen Verkaufsstand. Den Schlüssel kannst du nur von Attila bekommen, damit du runternehmen. Ach so, Cassia hieß die Diebesgilde Meisterin. Genau. Ach hier, wenn wir hier sind. Warum sind wir hier? Ach, da ist der, egal, ich weiß nicht, wo er ist. Hakon. Hast du schon mal mit Hakon gesprochen? Der ist ebenfalls Bestandteil eines Quests, den du für die Diebesgilde brauchst, zumindest wenn du den friedlichen Weg wählst und die Jungs nicht verpfeifst. Haben wir ja gemacht, den haben wir ja gesagt. Hier, guck mal, du verkaufst Waffen. Ach, das war Kanta gewesen, ja. Der war Diebesgilde? Okay. Genau, ich glaube ja, der hat, glaube ich, die Waffen verkauft und gesagt, alles gut, ist mir egal. Obwohl, nee, warte mal, Kanta. Ich glaube, der war nicht in der Diebesgilde. Doch, Kanta haben wir in den Knast gesteckt, ja. Weil er Sarah angekackt hat. Richtig. Was ich meinte war, der hat für Dexter hat er gearbeitet, Waffen verkauft. Kanta, die haben wir eingebuchtet, leider. Hier liegt noch ein Ding rum. Also hier steht was mit dem Zettel. Also das, was wir gemacht haben, wenn du jetzt den Zettel liest und zu Hakon zurückgehst. Zettel? Ne, Hakon, das war Halvor gewesen, ne, mit den Fischen. Habe ich jetzt verwechselt. Hier war doch noch irgendwo, oder? Genau, man muss irgendwo nach unten gehen. Ich glaube. Rechts lang? Geht es nach? Nee, durch? Nee. Ja, nach oben, kann auch sein, nach oben. Da oben sind wir auf dem Plateau dann, zum Minental. Hier ist ein Not Right. Ich habe irgendwie alles falsch gemacht, was man falsch machen konnte. Wir haben blöd gemixt.
Müssen wir denn hin? Die normale Planta. Da unten rechts. Hier, oder? Mhm. Quasi muss ich wieder zurück. Zurück nach zum oben. Hof. Na, ah. Ich glaube schon. Also wir haben, glaube ich, immer genau das Gegenteil gemacht, was man hätte machen können, um in die Diebesgilde zu kommen. Also habe ich das früher immer gemacht. Ich habe Kanta eingesperrt, ich habe Rengaru nicht verpfiffen. Du kannst auch den Ständer auf den Zettel an... Ich glaube, wir müssen nochmal zu Halvor gehen. Ich meine, dem haben wir gesagt, wir verpfeifen den nicht. Genau, der mag uns ja schon. Der hat uns ja schon. Aber der muss uns doch irgendwas geben. Er hat uns ja nette Fische gegeben. Und dann habe ich immer mit dem in der Bar gesprochen. Ja. Der mochte mich und dadurch bin ich reingekommen. Nagur. Genau. Aber da warst du nicht Magier. Nee, da war ich Söldner. Ja. Das ist das Problem. Du kannst auch den Fischhändler auf den Zettel ansprechen oder bei Lord André verraten. Dann schickt dich, der wird auch zu Attila, der dich dann allerdings angreift. Also wenn irgendwie Wir gehen einfach mal zu Lord André. Ja, aber ich glaube, das hat man schon probiert gehabt. Dann probier's einfach nochmal. Ich glaube, hier hinten lang, oder rechts? Ich glaube, hier irgendwo dann, ja. Auf jeden Fall muss ja irgendwo nach unten gehen. Da war es diese... Ja, ich weiß nicht, wo es ist. Ja. Diebesgilde ist echt nicht einfach, ja. Da ist auch die Secret Quest Ober. Beitritt Diebesgilde nicht möglich, Attila ist nicht da. Wo ist denn der Typ? Der muss ja irgendwo rumstehen jetzt. Oh, wollen wir mal beten gehen? Ja, machen wir wieder. 100 Gold mal wieder raushauen. Quasi Case Opening in Gothic hier. Nice, oh. Ein Mana wieder dazu. Das ist praktisch. Ein fucking Mana. Ja, neunmal weiter und dann... Die Frage ist, erkennt der, ob was wir sind? Quasi, wenn du krass Stärke-Typ bist, aber deine Stärke hinzufügen. Ab ins Hafenviertel, Mo runtergehauen. Hier. Was? Wir müssen, glaube ich, also hier steht Mo? Ja, der Barkeeper, der Wirt, wie heißt denn der? Türsteher. Türsteher, genau. Bodyguard wollte ich schon sagen. Den eine raufhauen? Es gibt irgendwo eine Mission, der dir das sagt, du musst dem eine runterhauen. Hier hast du dein bestelltes Essen. Prima. Und nun? Hilfst du mal dem mit Rollen? Was soll ich jetzt sagen? Bring mir das Jagenband. Hm? Was willst du da? Oh. Des Schatten. Herzen nehmen. 10. Ich würde alles 3 lernen irgendwie. Haben wir noch, wir haben 10 Punkte. 10 Punkte haben wir noch. Also Horn definitiv. Einen Schattenläuferhorn bekommst du ab, wenn du dich mit aller Kraft gegen den Schädel stemmst, am Horn ziehst und das Ding mit deiner Hart... Das ist so brutal. Bring mir das Jagen. Was willst du lernen? Was haben wir? Ein Herz. Herzengruppe braucht man so ein bisschen für die Dämonen später. In die Dämonenherzen. Lohnt sich aber häufig. Ist das ein nächstes gewesen? Ich glaube nicht. Bring mir das. Was willst du lernen? Was ist das letzte gewesen? Beim Entfernen der Zähne musst du vornehmlich darauf achten, dass das Gebiss beim Lösen vom Schädel... Alles klar, dann haben wir das fertig. Als nächstes können wir, was ist denn aufs Maul? Vulko können wir auch gleich machen. Auf die scharfe Pieper aufpassen sollen. Pieper wünscht sich, dass ihm jemand ordentlich aufs Maul haut. Nice, okay. Ja, Vulko. Schaffen wir aber nicht. Also, mit Magie. Aber darf man das? Ich glaube, das mögen die immer nicht. Wir können es ausprobieren. Nur wenn du ihn nicht damit besiegst. Du darfst natürlich die Waffe nicht verlieren. Nee, ich würde es auch noch nicht machen. Wir können es probieren. Vulko ist mega hart. Speichern mal Feuer, hau ihm ein paar Feuerbälle in die Fresse. Mach mal. Burger ist mega hart, den findest du ja öfter da im Mühlental, glaube ich. Auch vor dem Eisdrachen. Eisdrachen? Ja. Ich kenne nur noch den untoten Drachen. Ey. Ja, der Eisdrache gibt's auch noch. Da musst du die Herzen von den Drachen suchen. Ich glaube, das war eine Mission gewesen. Sumpfdrache, Eisdrache. Ah, wir müssen ja. Was mussten wir nochmal machen, um ins Add-on zu kommen? Wassermagier werden, ne? Das heißt, wir müssen die behinderten, vermissten Leute finden. Das müssen wir machen. Ja, aber das ist auch im Minental, glaube ich. Vermisste Leute sind, glaube ich, auch im Minental. Nee. Ja? Ist das ist auf jeden Fall... Nee. Doch, ne? Ja, Raul! Vulko! Der ist, glaube ich, in der Taverne drin. Das natürlich, macht es natürlich nicht leichter. Das war doch schon vorher. Das weiß ich nicht. Söldner, Cypher. Ja, wie die Stängel stumpf drauf haben. Kann man ich glaube, Vulko ist der dich mal blöd anguckt hier in der Taverne. Da hinten. Warte aus, da hinten muss der Link, glaube ich. Die gucken mich alle blöd an hier. Alles. Rechts oder Link, glaube ich. Link. Da ist er. Scheiße. Ja, aber du musst sowieso raus. Ich glaube, wenn er dich zuerst angreift, dann machen die nichts. Ja, ne? Fuck. Ich wüsste nicht, worüber. Soll ich ihm einfach nur so eine reinhauen? Aber nur, wenn er schlafen geht, dann. Also in der Nacht soll ich ihm eine reinballern. Ja? Na, hier kannst du schlecht machen. Vier sollten wir noch. Kann ich ohne die Kräuter? Ja, die Kräuter holen von der Hexe, ist auch in der Nähe. Geh nochmal zu Burko, nochmal sprechen mit dem. Vielleicht hat sich ja der Dialog geändert. Nee, okay. Ich wüsste nicht worüber. Gut, dann kann man die Mission leider nicht machen. Na klar, wir hauen jetzt auf die Fresse. Nee. Okay, ich guck mal, was passiert. Ich kann erladen, es ist ja nicht passiert. Steck die Waffe weg! Ich verprüge mich gerade, die Schnauze. Mein Gott. Nee, guck mal, sein Freund. Hilfst du auch noch. Hm.
Ich habe gesagt, wenn du die zuerst angreifst, dann greifen alle an. Wenn er allerdings sich zuerst angreift, macht er ja nicht. Ja, deswegen musst du warten, bis es Nacht wird. Dann läuft er, glaube ich, irgendwo nach draußen. Torloch. Okay. Hey, so, wollen wir mal zu Sagitta gehen? Und schon. Bis jetzt. Okay. Wir haben ihn natürlich doch. Ich weiß gar nicht, was wir mit dem machen müssen. Na, der will auf irgendeinen Hof aufpassen. Ich glaube, der hilft bei dem anderen Hof oben auf dem Plateau. Ach klar, wo die sich geprügelt haben, als du mit dem Banditen kamst. Nee, nicht da. Beim Mieteingang, der Hof. Ich glaube, da soll er helfen, weil da immer die Miliz vorbeikommt. Glaube ich. Oh, Feldcrawler. Wollen wir zu den Minecrawlern gehen? Denkst du, die können wir den besiegen mittlerweile? Der ist vorbeigelaufen. Haben wir letztes Mal schon besiegt, die waren ja nicht schwer. Die Minecrawler? Ja, waren besiegt. Nee. Ja, doch, in der Höhle bei Dexter. Da haben die doch eben besiegt. Achso, das waren aber andere Minecrawler, glaube ich, gewesen. Da war ein Krieger war dabei. Ja. Platt macht aber den. Reicht immer noch nicht, weil es genau der gleiche Schaden ist, halt nur. dreimal. Alter, das Blut hier. Das ist krass, das ist so. Wie Michael Schicks. Bay. Nee, Michael Bay macht die viel Blut. Da ist noch einer. Oh, und das ist zwei so. Der liegt auch noch, ja. Komm her. Ich weiß nicht, wo waren die denn gewesen, die beiden? Oh. Wieder was. Muss die Zangen noch rausnehmen von dem Viech. Mhm. Weißt du noch, wo die Minecraft? Ich glaube, das war in der Höhle gewesen mit der Kiste, oder? Wo wir die gefunden haben für die Mission. Hm, doch. Ja. Oh, wir müssen leider nach dem Feld aber schon wieder Pause machen. Schmeißchen. Mhm. Darauf einen Schluck. Darauf einen Schluck Mana-Extrakt. Schluck. Alles klar. Gut, dann vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zur nächsten Folge. Tschüss. 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 Tschüss.